Hallo zum Wetter von wetter.net. Ja, war es das jetzt etwa schon mit dem Winter? Obwohl wir uns noch mitten im Wintermonat Februar befinden, setzt sich allmählich der Vorfrühling durch. Schuld daran ist das Hochdruckgebiet Dorrit. Das macht sich morgen direkt über uns breit und sorgt für einen trockenen und auch ziemlich freundlichen Valentinstag. Gebietsweise, da kann sich die Sonne durchsetzen, besonders im Westen und im Süden. Da ist es teilweise richtig strahlend sonnig. Zuvor müssen sich aber auch ein paar Nebelfelder auflösen. Meerwolken sind Richtung Osten und Norden unterwegs, aber auch dort bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen weiter an, meist werden Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad gemessen. Am Rhein geht es bis auf milde 14 Grad hoch, etwas kälter bleibt es noch im Südosten. Und auch die nächsten Tage, die bleiben freundlich, vor allem das Wochenende, das sollten wir ausnutzen und am besten ins Freie gehen, denn uns erwartet viel Sonnenschein. Nur an einigen Flusstälern, da kann es längere Zeit neblig trüb bleiben. Und es wird dabei auch noch wärmer, Höchstwerte bis 17 Grad sind am Wochenende möglich. Und hier sehen wir nochmal die Temperaturverteilung für den Sonntag. Fast überall werden zweistellige Werte erreicht. Noch milder wird es am Oberrhein, da können wir auch die 15-Grad-Marke knacken. Etwas kälter ist es dagegen in Teilen Bayerns und in den östlichen Mittelgebirgen. Da reicht es nicht ganz für die 10 Grad. Und jetzt werfen wir auch noch einen Blick auf die nächste Woche. Und da sehen wir, da sind wieder ein paar mehr Wolken und auch etwas Regen auf den Karten dabei. Denn das Hochdruckgebiet, das verabschiedet sich allmählich. Und dann rücken uns wieder ein paar Tiefdruckgebiete auf die Pelle. Insgesamt bleibt es aber weiterhin mild. Tagsüber steigen die Temperaturen auf jeden Fall deutlich über den Gefrierpunkt an. Von Schnee kann da also keine Rede sein. Insgesamt lässt sich also sagen, ein Winter-Comeback ist aktuell nicht in Sicht. Ganz abschreiben müssen wir den Winter aber noch nicht. Selbst im März ist noch ein kräftiger Kälteeinbruch mit weißen Überraschungen möglich. Wir behalten das natürlich im Auge und berichten euch dann hier auf wetter.net. Bis zum nächsten Mal.